Okay. Gleich mal wieder ein bisschen reinfinden. Die Stadt der Sonne. Begib dich nach Meridian. Mal schauen, wo wir da genau lang müssen, aber ich glaube schon, ja. Ziemlich geradeaus. Und ihr zwei? Ah. Okay. Das wäre jetzt eigentlich praktisch, so ein Reittier wäre das eins überhaupt. Ich wollte eigentlich nur in die Hocke gehen. Timer rund um ihn auf, ja, das weiß ich. Das ist mir bewusst. So, nochmals. Hey Laura, das gibt's ja nicht. Schön, dich zu sehen. Na du? Wie geht's? Schönen Tag gehabt. Jetzt nicht nochmals herunterstürzen. Ich wollte eigentlich nur kurz schauen, was das für Tiere sind. Lanzenhorn. Lanzenhorn. Aber ich müsste einfach ganz ein normales. Ja. Den hörst du immer einmalig, weil du die Erste bist, die schreibt. Und dann wird es ausgeblendet. Aber das Programm braucht einen Erstchatter, um das zu erkennen. Und dann ist es nur noch auf meinen Ohren. Und ihr habt natürlich das gemutet. Bringt sonst nicht wirklich viel. Ich muss dich noch ein bisschen lauter stellen. Hey Fabian, natürlich kennt man dich noch. Wie geht's? Alles gut? Ja. Yeah. Moin. Hey Green Assassin, wie geht's und was steht bei dir an so? Ah, genau diese Tiere hier suchte ich. Ah shit, kann ich jetzt von hier nicht anvisieren. Doch. Nein, auch noch. Oder kann ich die trotzdem reiten? Ich probiere mal. Ich gehe da mal runter und probiere die mal zu reiten. Bin nicht ganz sicher, ob das geht. Laura, Laura, bald ist der Emote freigeschalten und dann kannst du den Subscriber-Emote brauchen. Bald. Mir geht's gut. Ich habe vorhin mein Velo mit Wasserdampf geputzt. Und wie gehe ich wieder in da? Ah, jetzt so. Und jetzt glänzt es natürlich schön wieder. Mir geht's gut. Habe gute News, falls jemand interessiert. Ja, natürlich, Fabian. Erzähl. Heute mein letzter Schultag. Englisch mündlich hatte 4-3 Mal. Also gut. Oh, yes. Hey, sehr geil. Nicht eine schlechte Leistung. Denn was hast du geputzt? Fahrrad. Sagt er nicht Velo? Doch, jetzt kann ich den überdrücken. Sagt ihr dem nicht auch Velo? Breitkopf besteigen. Oh shit. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich habe meine LAP bestanden. Yes, hey, gratuliere. So geil, Fabian. Ja, sieht jetzt gerade Apfelgrün. Das stimmt.
Ach so, nee, Velo sagt mir nichts. Ah, okay, dann ist das Schweizerisch. Dann ist das Schweizerisch. Glaub mir, du bist dann froh, wenn du dann trotzdem wieder ab und zu... Was geht hier ab? Moment, Moment. Was geht hier ab? Und los! LAP, Lehrabschlussprüfung. Leise, Mädchen. Sonst verdirbst du den Spaß. Spaß? Jeder hat seine Gründe. Du tötest, weil du dich gezwungen siehst. Verständlich. Hatte einen Partner, der weinte, wenn ein Pfeil sein Ziel traf. Bei unserer Jagd auf die Banditen war sein Auge dabei niemals trocken. Bei der Post, dann bist du ein Menschenjäger, Fabian. So eine Art Söldner? Nenn mich Neil. Ich fand heraus, wo Unfriede herrscht, gibt es Banditen. Erst töten sie Unschuldige, dann wen immer sie erwischen und dann einander. Aber wozu warten? Wir könnten uns zusammentun. Alle töten. Was sagst du? In Ordnung und nicht gemeinsam, doch, doch. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt diese Zwischenmission machen. Logistiker EFZ-Distribution. Oh yes. Sehr schön, sehr schön. Das nenne ich doch mal eine sehr gute Nachrichten. Sehr cool. Kann ich auch von hier oben speichern? Oder wie sieht das aus? Oh nö. Nein, nein, nein. Genau, genau. Definitiv beste Antwortmöglichkeit. Okay, weiter, weiter. Breitkopf, los geht's. Ich will nach Meridian. Donnerkiefer. Ja, also in Deutschland wäre das 2.0. Sehr gut. Ich weiß nicht, Laura, vorhin habe ich noch das mit dem Emote gesagt. Hast du das gehört? Hast du mich schon geantwortet? Moment, ist alles so grün. Aber lass das Grüne. Wenn dann wieder andere Leute reinkommen, ist es nicht so schlimm. Rutschtätten überbrückt. Was kann man? Was kann man? Sehr schön, sehr schön. Genau, genau, ne, Green Assassin. Definitiv in der Schweiz ist eine 5, eine 2 bei euch. Ja, dich erkenne ich. Definitiv. Oh, 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 ah. Was ist das? Komm, das schaffst du. Ja, 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 ja. Kein Problem, aber danke für den Besuch, Fabian, und bis zum nächsten Mal. Okay, ich schau mal kurz. Also, da bin ich jetzt noch gleich beim Ziel. Genau, Green Assassin. Und du sagtest, Moment, da lädt's im Moment alles. Brutstätte. Wie ein kleines Zelt. Glück hat es nicht 1000 Symbole. Du darfst es auch sein lassen, weil Fabian ist ja jetzt am Gehen und Laura, also Silver Kasma, hat ja hier, ist es das? Ne, Zelt. Sieht ein bisschen aus wie ein Zelt, oder? Und sie hat einen Stern oben, das Blaue. Dann muss es das mit dem Totenkopf sein. Da ist noch ein Zelt. Das zeigt mir aber keinen Namen an. Ah, Banditenlager. Okay, okay.
Ja, sehr schön, okay. Dann machen wir das mit einem Schnellreiseziel, gehen wir dann irgendwie hier hin und gehen dann nach oben. Sehr schön, Green Assassin. Aber zuerst gehen wir noch zum Hauptziel hier unten. Ich mag Züge. Ich glaube nicht, dass ich da drin eine Reitmaschine brauche. Nein, war ich noch nicht. Das habe ich gar nicht gewusst, dass man das kann. Warum tust du? Reitmaschine kann das nicht betreten. Ach so. Okay. Dann see you soon. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Dann gehe ich nachher gleich. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen? Ernsthaft, kann man das? Also sind das so Upgrade-Orte? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erin. Sieht ja mal geil aus. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Sagte, er also grafisch ist das Spiel einfach der Hammer. Hast du, Laura, sagte, die PS Pro oder die PS Normal? Wow. Wenn das so weitergeht, hammergeil. Hammergeil, die normale PS4. Aber hier sieht es einfach absolut hammer aus. Das muss der Turm sein. Er ist riesig. Es kommt nicht auf die Größe drauf an, Eloy. Stopp, genau da. Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Eloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz, macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nichts. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Jetzt hätte ich eigentlich bei der Erprobung griff uns eine Gruppe können, von Mördern Moment. An. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich, wegen Olin. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. So, jetzt aber. Wo sogar der Browser laggt. Oh mein Gott, kauft hier mal einen neuen Laptop. Da finde ich eigentlich Hauptquest echt hinten dran. Aber in Meridian nicht einmal geredet. Oh shit, okay. Aber dann spoilere ich dich ja ein bisschen hier. Ich habe das von Ersa kennt sich gehört. Damit aus. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Genau, egal. So, es wird leichter. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Oder ich habe auch jemanden verloren. Wir bleiben bei unserem Herz. Ich habe auch jemanden verloren. Sehr schön. Bei der Erprobung, mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute, die erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht.
Ja, wie kommt das? Ja, was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Also ich finde es auch sehr cool, vor allem die Grafik. Und ich denke jetzt zum Beispiel hier die Haare, die wären nur auf der PS4 Pro sogar noch ein bisschen besser, glaube ich. Und die Geschichte gefällt mir auch, vor allem, dass man am Anfang die Kleine spielen konnte. Ich muss Olin finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olin mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Green Assassin. Und ja, Tim, also Stereo Panda hat mir schon gesagt, dass da ein DLC kommt und scheinbar sogar eine Story-DLC. Oder? Ich muss Olins Haus sehen. Jetzt. Okay, dann komm. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann oh, ich da kann denken? Die Waffen verwenden. Okay. Das Mädchen. Ist sie eine Nora? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Wollt ihr Stress? Hit select. Was meinte ich? Genau, Stereo Panda, der Tim. Falls du den auch schon gesehen hast, der hat mir das gesagt. Er hat mir das gesagt, dass es bald ein DLC rauskommt. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod. Ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet ihr, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Hast du die Konferenz auf der E3 nicht geschaut? Nee, dazu leider nicht. Oder das leider nicht. Das habe ich verpasst. War das nicht der PlayStation Konferenz morgens um 4 oder so? Ich glaube, das war doch das, okay. Oder? Okay, wie kommen wir da rein? Oh, ganz einfach. Das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das okay. Alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Mal sehen, was darunter ist. Okay. Dann muss ich mir das noch anschauen. Wie kommt das hierher? Ja. Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Stimmt, Green Assassin. Aber es waren tolle Sachen und Ankündigungen dabei. Und es ist immer ein Mega-Event. Ich komme ja dieses Jahr, also beziehungsweise im August, an die Gamescom. Und da wird das sicherlich sehr ähnlich sein. Auch sehr lange, das Ganze. Aber dann kann ich euch endlich kennenlernen. Ich freue mich schon sehr. Durch die Luke kommen wir nicht durch. Oh ja, South Park habe ich gehört, ja. Frei, ja! Geht's dir wirklich gut? Das wird ich bin wirklich nüchtern cool. Genug, okay? Ich brauche keine Predigt.
Das meinte ich nicht. Ah, ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Hat Olin dich je eingeladen? Nein. Ich habe ihn mal bis zur Tür gebracht, als er es nicht allein geschafft hat. Wir hatten da echt viel Intus, aber ich vertrag das. Klar. Du sagst, Olin hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Speer für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun. Das kann ich beschwören. Du hast ja gesagt, du bist recht groß, oder? Das letzte Mal, als wir darüber geredet haben. Ich weiß nicht mehr, wie groß genau. Dann ziehe ich halt auch meine großen Schuhe an. 15 Jahre jung und die meisten Spiele spielen zu können. Ja, dann hast du aber gute Eltern. Wir haben einen, der war damals 10 Jahre alter Zuschauer. Und der hat... wie heißt es, Resident Evil, Outlast und so weiter mitgeschaut. Und die Eltern sagten da nie irgendetwas. Wir sind gleich groß. Oh shit. Muss ich sagen, wie groß deine Schuhe sind, dann zieh die ganz großen an. Ich sehe mich um. Darum sind wir hier. Okay. Muss ich jetzt das so machen? Oder? Holy shit. Dann hast du definitiv... Dann bist du eine Frau, die gerne hohe Schuhe trägt. Die wenigsten hier bei mir tragen gerne hohe Schuhe. Ich finde das natürlich absolut genial. In den Weg nur aufzubrechen, aber ja. Mit einer. Ah, ich hab doch. Spezielle Sachen hier. Ich hab. Null Skillpunkte, aber. Wo war das schon wieder da? Feuer, Schock, Präzisionspfeil, nee. Das mache ich mal kurz da auffüllen. Aber, hä? Da gebe ich dir recht. Also, ich habe ja auch nur hohe Schuhe an zum Tanzen. Und das bei der Arbeit, das ginge definitiv nicht. Und für einen Mann natürlich nur beim Tanzen, okay. Erend, wohin durch die muss Luke ich? Kommen wir nicht durch. Okay, und weiter. Oh ja. Frauen in Jeans. Mit hohen Schuhen, absolut. Also, alle, die da irgendwie Röcke tragen, kommen nicht an das heran. Optisch einfach. Irgendetwas suchen, um die Luke aufzubrechen. Also, vermutlich habe ich selber noch nicht bei mir. Oben habe ich da beim Teppich noch etwas gesehen, das könnte... doch noch etwas sein. Kleine Frage, wenn diese Dreiecke kommen, ist es einfach Info, oder? Ja, genau. Geht's ja noch hoch. Hier ist ganz schön viel Metall.
könnte genau das sein, was ich brauche. Ja, natürlich. Sieht groß und schwer aus. Nur ein kleiner Schubser. Und weg mit dem. Scan und ohne Fokus und so mit rein. Ah, okay, okay. Zum Glück habe ich immer Leute, die da etwas von den Spielen verstehen, du weißt, schlecht reingeladen. Gehen soll, oder? Das finde ich dann nicht so schön, wenn die Grafiken so reinpoppen. Ja. Definitiv. Und Tobi findet es auch schön. So, und dann Dreieck. Bin ich. So, ist der schon runtergegangen? Ah, schön, die Musik. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Ja, genau. Ich zeig dir mal kurz, wie die aussehen. Die sehen. Ah, Moment. Ich kann ja eigentlich jetzt das so machen. Muss ich da nicht drüber. Weil ich jetzt das neue Fenster, Steam, Skype. Nee. Schreibe ich mal rum. Ja, perfekt. Auszeigen lassen wir. Dann das hier braucht es nicht. Und dann zeige ich dir kurz, wie das aussieht. Tanzschuhe.ch. Und dann sind Herrenschuhe. Da, Lateinabsätze. Wolke. Das sind solche, ich kann es auch größer machen oder so. Genau. Solche Schuhe sind, wo ich im Tanzen, aber es sind natürlich, steht da 3,5 bis 4. Das hier zum Beispiel, das war auch einer der Schuhe, 4 cm. Natürlich nichts. Nix im Gegensatz zu deinem. Nix. Aber trotzdem. Zum Tanzen, vor allem für Latein-Tänze, ist es perfekt. Schuhgröße 42. Meine Karte. Hey Yasin! Was geht? Die zeigen, wo er schon war. Oh, ich höre ganz kurz die Maschine. Ich gehe die kurz aufmachen, dann piepst die da bei mir nicht mehr ins Ohr. Song Request nicht vergessen, ich bin gleich zurück. We'll be right back.
So, und schon wieder zurück. Was hast du geschrieben? Ah, du hast noch einen Song-Request, das machen wir natürlich gerne. Ach, und ich denke, du würdest auf 5 cm Pfennigabsätze hinreißen aussehen. Autsch, das tut dann definitiv weh. Definitiv. Urlaub und gucke noch den Stream. Sehr schön, Yasin. Geht's dir gut demnach? So, gehen wir rüber zum Spiel. So, Was ist denn das? Eine Audiodatei. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann. Deshalb. Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Rede mit Erend. Der war doch da? Ah. Kurz umschauen. Nein. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Ernsthaft? Bist du eine verschollene... Der Fokus, eine verborgene. Und Olins verschollene Schwester von mir. Das Gerät ist das gleiche. So geil. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren. Über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin. Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht? Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Das sind die offenen Quests. Statt der Sonne, dann machen wir das. Das ist ja nur 1200 Schritt entfernt, wo er da steht. Aber du sagtest, ich soll kurz zu dem Zelt, zu dieser Brutstätte. Dann gehen wir doch zu der Brutstätte, können ja dann wieder hierhin teleportieren und dann nach oben gehen. Wir sind eigentlich in der Schweiz. Nazi-Symbole erlaubt? Nein, definitiv auch nicht. Ah, shit. Auch nicht. Reisen? Nein, nicht reisen. Shit, okay. Dann R2. Kostet 9 habe ich, okay, ja. Easy. Probieren wir doch mal diese Brutstätten. Das ist etwas, was natürlich überall nicht unbedingt erlaubt ist. Hm.
Wasser, während dem das lädt. Ah ja, genau, die Langhälse. Stimmt. Aber ich habe keinen mehr gefunden bis jetzt, als auf dem Weg war. Aber geht ja nicht, oder? Ein Koop-Spiel. Definitiv ich auch. Sie sind da. So. Ich bin So. Dann jetzt zuerst hierhin. Und du sagtest, die sind drauf. Ah, hier, genau, hier ist ein Langhals. Oder das? Ne, das ist ein Langhals. Das ist ein anderer Hals. Da ist auch einer. Ach so, ich muss unbedingt die Karte ein bisschen genauer einbeziehen in die, im Erkunden. So geht das. So, jetzt los und Vollgas. Was ich an dem Spiel einfach so toll finde, ist die Zeitlupe. Zeitlupe-Funktion. Okay. Hat keins da. Das ist also Themen. Was heißt das? Das hier? Ist das Pfeifen? Geh nicht. Hilfe. Laura! Sprich dich aus! Aber Reittiere muss ich ja einfach suchen auf dem Weg dahin, oder? Gut, Themen, etwas zähmen. Zähmen ja. Also überbrücken. Aber, okay, ich muss da links runter. Aber nur auf dem Weg. Skillbaum, hier. Kampf überbrücken. Lockruf. Ich glaube nicht, dass du das meinst. Schau dir an den Felder an, da holst du. Level 13, genau, es ist bestimmt. Was meinst du? Okay. Also, da. Meinst du das? Ja, genau. Reitmaschine rufen plus. Okay, dann brauche ich da noch ein bisschen. 6 Fähigkeitspunkte brauche ich da.
Okay, schade. Das ist bestimmt definitiv praktisch, wenn man die einfach dann hinholen kann. Lieber mit. Dann muss ich halt laufen. Lang ist es ja nicht mehr, 250 Schritte. Boah, meine Güte. Und ich bin irgendwie halb so weit oder halb so gut gelevelt. Nicht schlecht. Okay, ich bin gespannt, wie das jetzt mit der Brutstätte geht. Genau, habe ich schon so vermutet. Sehr schön. Okay, ich warte hier. Heilsachen habe ich eigentlich recht voll. Ja. Sieht ja geil aus da hinten. Assassin's Creed 3 habe ich leider nicht gespielt. Kann ich nicht einmal beurteilen. Was ist an dem so geil? Habe ich. Pfeile maximal. Beutel-Upgrade verfügbar. Oh! Beutel, das wäre da irgendwo, oder? Waffen, das müsste hier... ich glaube ja. Moment, ich gehe gleich schauen. Warum stand jetzt da unten rechts herstellen, Beutel-Upgrade verfügbar, nicht man muss? Okay. Stimmt, grüne Sesse, habe ich auch schon gehört in diesem Sinne. Schockfalle, du hast gesagt, du hast eine Stolper... Sprengfalle. Doch, könnte ich herstellen. Allier 2. Gesundheitstrank kann ich nicht herstellen. Und Gegengift, Eis, Widerstand, Schockwiderstandstrank. Feuer. Kann nicht schaden. Schockdraht. Von der Drahtfalle. Es müsste hier sein, oder? Modifikation Rohstoffe. Schock. Ah, da habe ich Draht. Nein, leider nicht. Draht habe ich 92. Drahtkristall. Ah, die kann ich noch aufmachen. Wo ist dein Sound? Ah, jetzt. Hallo Ina! Na, was geht? Hier fallen. Waffen-Sweetie. Okay, Moment. Ich gehe gleich. Fertigkeiten, Inventar, herstellen, Waffen. Hier, okay. Ich bin bei den Waffen. Hey, Miss... Ui, meine Güte. Bam. Mister... Oder Mr. X Hirsch Bam Bam der Xi. Heißt das etwa so? Nicht viel müde von beim Training, falls gestorben wäre. Oh mein Gott, du Arme. Bin ich richtig, Laura? Äh,
I'm on the right page. Passe Ausrufezeichen. Jupp, zweite Waffe, ja. Und da habe ich eine Schockspule. Titratfalle. Ja, Stolperfalle modifizieren. Modifikation leeren. Mehr kann ich nicht. Modifikation 1420. Und hast du dafür bei der Munition Schockdrähte? Munition. Stolperfall, Munitionspaket habe ich. Scharfschussbogen, Munitionspaket und Jägerbogen. Nicht lehnen, okay, okay. Schockdraht. Ist das das, was du meinst? Zieh, 13. Aber Groß-Kleinschreibung ist nicht so Sache bei Twitch. Ja, ja, ich verstehe es. Aber Mr. X, Hirsch, Bam, 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 der 13. So einen Namen habe ich auch noch nie gesehen. Jo, gut, ja, okay. Zurück. Oder möchtest du noch was sehen? Robin! Dann schreibe ich das gleich. Schreibe ich das mal gleich rein da. Robin. Sehr schön. Habe ich gespeichert. Dann lassen wir es drauf ankommen. Okay, aber kurze Frage. Muss ich die jetzt alle besiegen oder muss ich einfach da... Oh, der Shit, was ist das? Nicht identifiziertes Signal, leistungsstarker Prozessor, kein unbekannter Machart. Oh, shit. Habe ich schon mal gehört, Green Assassin, aber nee. Speicher vorher. Habe ich da irgendwo einen Speicherplan? Ja, da drüben. Oh shit, oh shit. Ich habe gleich das Falsche gemacht. Nur Eingang finde ich sehr schön. Nur ganz kurz, ich gehe da speichern. Haben wir eine coole Feuerstelle. Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Nö, ich habe Laura gesagt, ich muss dahin. Sorry, guys. Geht leider nicht. Hier klingt etwas Großes. Oh, geil. Ich muss den Bass aufdrehen. Moment. Yes. Eine Brutstätte. Sehr gut, Robin. Es muss einen Weg hineingeben. Irgendwo. Woher kommt der Bass? Oh, geil. I love it. Leider nicht. Sehr hilfreich. Ich habe natürlich ganz normale, damit es am besten... Ich muss einfach da hinkommen. Moment kurz. Bisschen. Hilf mir! Fuck! Hilf mir, habe ich gesagt. Ah. Okay. Nur ganz kurz. Leute, ich bin gleich wieder bei euch. Ja.
nein, ich habe mir meine... Ah, die Anzeige, die Kraftanzeige vergessen. Fuck. Sorry, langweilig werden Charakter Drogen 7.1, das kann man einstellen, wenn Horizon dauerhaft laufen. Ah, okay. Ich habe immer so die Tür überbrücken und sage, sorry, gespoilert. Nein. Du da! Nicht die eigene abschießen. Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Sind noch Plünderer, ich hasse Shitty Pest. Shit. Ja, zum Glück habe ich gespeichert. Jetzt probiere ich da nochmals durchzukommen und da ein paar mehr zu überbrücken. Kann man eigentlich nur einen jeweils überbrücken oder... Sorry. Oder es muss einen Weg hineingeben. Irgendwo. Richard. Kann ich den überbrücken? Ich weiß gar nicht. Du kannst nur einen überbrücken. Shit. Habe ich schon viel gesehen. Erstmal kommen Little Witch Academy dran. Oh. So. Ich suche mich nicht mehr. Nein. Fuck, warum kommen die? Wow. Jetzt zeigen wir, dass er ein Blau ist. Fuck. Okay, Moment. Sie sind gleich im Moment ein bisschen aggressiv. Aber die kann ich doch, habe ich gedacht. Meinem Rohr geht's gut. Es wurde mit einem langen ausgetauscht. Oh Gott. Also nochmals, wenn rot ist, dann nicht beim Scannen. Okay, ich muss das nochmals kurz schauen, wie das genau aussieht hier. Genau. Jetzt habe ich aber freie Fahrt hier. Sehr schön. Die sind irgendwie alle weg. Nice. Nach vorne hast du gesagt. Was für eine Tür. Oh. Aber wie kriegt man sie auf? Okay, jetzt sind sie blau, das heißt, ich kann. Okay, ich lasse jetzt mal. Geht das gleich wieder hoch? Power Ranger. Brutstätte Sigma. Erkunden Sie... Ah, das kleine blaue Zelt. Okay. Moment. Muss mal kurz mal ein bisschen umschauen. Oh, geil. Es hat Sägezahn und hat Ornerkiefer, wird das Zelt umgedreht und rot. Ah, okay. Es sieht ja mal geil aus hier drin. Sieht interessant aus. Mach das, Laura. Mach das. Bis gleich. Wie geht's eigentlich Simon, Ina? Geht's ihm gut? Hier sieht wie ein Teil einer Maschine aus. Wer hat sie gebaut?
Ja. Hey, Simon! Yeah! So cool. Es sieht immer geil aus hier drin. Genau, genau. Green Assassin. Halt dir die Augen zu bei solchen Themen. Das sieht wie ein Wer ist denn der Robin? Heraus aus dem Lurk-Modus. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, Twitch wird dann den Affiliate sicherlich auch noch mehr Emotes freigeben. Und wenn das der Fall ist, dann mache ich dann so ein Lurk-Emoji. Diese Dinger transportieren Teile. Wohin los? Ich wollte eigentlich überbrücken, aber ja. Ist alles okay, ist alles okay. Das wäre lustig, ja genau, definitiv. Ich bin jetzt im Moment, dass für 9 Euro, 99 oder so etwas, Emoji am kreieren. Aber das ist halt einfach schade, weil... Oh yes, oh yes. Voll in den Arsch! Hallo, Kollege. Du kannst jetzt gerne mit mir mitkommen. Ach so, wow. Eine große Familie oder beziehungsweise große Community hier. Sehr cool. Wie geht das jetzt da weiter? Okay. Ich habe vorhin gelesen, bei René ist es jetzt schon aufgeschaltet. Habe ich das richtig gesehen? Sehr kleine Welt. Definitiv kleine Welt. Aber doch schön. Kommt er jetzt? Ah, shit. Fido! Hallo, Fido! Shit. Fido! Er kommt nicht einmal mit mir mit. Bist du? Okay. Dann... Hä? Ich kann nicht einmal drauf. Sorry, sorry, sorry. Ich kann dich nicht besteigen. Ernsthaft? Shit. Dann bist du mir nichts nutze. Reicht. Ich habe dir nur das Auge größer gemacht, so. Damit du besser scannen kannst. Nein, nein. Wir lassen den mal da. Vielleicht brauchen wir den ja irgendwie noch. ...18% Gesundheit zum Medizinbeutel hinzugefügt. Sehr schön. Okay. Oh. Bewegungssensor. Macht man das nicht so, Robin? Ina hat mir das gezeigt. Sie macht das mit Simon so. Ne. War schon richtig. Was sind das für Sachen? Das Ding bei der Spalte. What the fuck? Wozu ist das gut? Ah, sehr nützlich. Oh geil. Oh, cool. Ja, ich würde doch... Ah, das ist mein Kollege Essig. Kollege Essig ist nicht mehr überbrückt. Oder? Ja,
Nirvana ist mir überbrückt. So. Eine Taschenlampe wäre jetzt eigentlich sehr praktisch, obwohl es sehr leuchtet hier drin. Boah, ist das verwinkelt. Bitte sind sie jetzt nicht mehr. Jo, ja. Welcome back, Laura. Vermute ich. Hallo? Seid ihr Freund oder Feind? Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auch tragen. Denke schon. Hallo, Hühle. Ja, nicht runter. Jetzt muss ich nur noch kurz schauen, wie komme ich da hoch? Und aha. Häng dich dran. Aber ich muss runterfallen, oder? Dranhängen geht ja nicht. Oder kann ich... Ah, okay, hab nichts gesagt. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Ich kann gar nichts mehr bewegen. Okay, Moment. Moment, geht genau gar nichts. Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Begib dich zur Brut. Stadt und zum Brutstättenkern. Oh, Ina, gar nicht gut. Bist du da nicht immer so ein bisschen in Rage-Modus? Aha, Robin. Oh. Freund? Beziehungsweise noch nicht ganz Freund, aber... Oh, oh, da geht's runter, ja. Moment, schnell. Geht's dir auch so? Die suchen mich. Ja, ich hab, du hast ja auch gepfiffen. Komm doch runter. Ah nein, dann kannst du ja nicht wieder, dann kannst du ja nicht wieder hoch. Oh, du Armer. Du armer Green Assassin. Wie komme ich jetzt da rüber? Was? Okay. Hä? Oh shit, oh shit. Es ist mich nicht.
Muss ich mich da dranhängen? Okay, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Geht wieder weg, geht wieder weg. Ah. Nee, Musik, du musst gar nicht. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Okay. So. Also bei uns in der Schweiz ist das definitiv nicht so. Grün Assassin. Definitiv nicht. Du gehörst mir. Ja. Keks und Kakao. Perfekt. Ab 16 ist, das habe ich gar nicht gewusst. Irgendetwas greift mich an oder so. Oh yes. Cool, hab ich da ein Minion. Shit, sie drehen durch, oder wie? Red nicht am Rad. Habe herum eine Spanne mit einem Behälter auf dem Rücken. Was da wohl drin ist? Scanne deine Umgebung, bevor du reinläufst. Auch wieder wahr. Panzerwanderer. Schlag die roten Dinger mal an. Diese hier? Anschlagen. Aha, das hier. Ah. Gibst du Loot? Loot tut gut. Da kommt nichts raus. Außer Dampf. Zum Verstecken. Ah. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja. Ich sehe es gerade. Recht geil. Es war Hack. Eigentlich. Ah. Weg. Ja, aber ich meine, was hat es einen Soundeffekt gegeben, oder? Der hat ein scheiß Schild. Greif ihn an. Friss ihn! Du meinst du meinst gute Idee. Der ist schön gefährlich, ja, ich sehe es gerade.
Holy moly. Gegen was ist hier? Scheiße, der. Weg, 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 weg. Shit, was mache ich da? Wie dreh ich? Ich hätte den fast... Oh nein. Shit. Oh Mann. Auch nur fast, ja. Learning by doing. Das letzte Spiel war Learning by dying und jetzt hier auch ein bisschen. Mach das nochmal. Diese Katze, welche Katze? Diese, das ist keine Katze. Das ist eher ein Raptor. Raptor. Ich spiele, ja. Hat die Pink im Scream. Ah, Moment. Ich bleib da nämlich stehen, Moment. Dann so. Fuck. Sorry. Schön leise jetzt. Warum kommst du nicht mit mir mit? Ich meine, du bist ja toll und so, aber... So brauche ich dich auch nicht, wenn du da hinten einfach rumstehst. Du Lurker, du! Kommt der jetzt zu mir? Nicht ganz. Ueh, aber komm zu mir. Das finde ich mega gut. Weil nur das sein Gebiet ist. Ah, so fies. So ein bisschen sein Gebiet vergrößert. Oh, da oben ist ja einer. Du gehörst mir, hoffe ich. Ja, du gehörst mir. Oh, ich will auch, Robin. Das ist mega lecker. Der nächste. Oh ja, das hatte ich. Oh, was machst du da? Shit, da ist er nicht. Greif an!
Oh nein! Da geht's ja noch runter. Shit, 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 shit. Oh. Ich hatte. Ja, hatte ich auch mal. Die rechte Hand. Ah, oh, fuck. Wow. Okay. So kann man sich auch dranhängen. Okay. Dankeschön. Hast du noch was gesehen? Scheiße. Er schießt von hinten und verrät meine Deckung, oder wie? Du Gurke, du. Er hat das Gerät und schießt dir die Deckung. Deckungs-Nebelluken auf. Okay. Oh Scheiße, der ist schon da. Ist meiner tot? Ne, meiner ist da oben. Du darfst gerne angreifen. Das ist nur eine Brücke, du kannst gerne rübergehen. Ja, genau, ja, ja. Rüber. Oh Mann, geh rüber. Ah. Das ist der Kleine, oder? Da kommen sie. Ja. Brauche hier drüben wieder einen Data zum Beispiel. Fuck. Aber der kommt jetzt zu mir, oder? Ah, die können nicht drüber laufen bei den Deckungs... Ah, geil. Na, du... Das ist halt... Nein, ah, das muss ich. Sag doch das. Sag doch das. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Fuck, es muss ja der Große da sein. Okay. Die gibt's relativ günstig, das stimmt. Schwäche. Ja?
Okay, das geht nicht. Yes, yes. Hä? Nicht getroffen. Oh yes, oh yes, oh yes. Stufe 14 erreicht und alle habe ich geschafft. Also, wenn ich das scanne, dann habe ich einfach das zum Beispiel, dass ich sehe, die Lüftung und so, aber mehr nicht. Oder? Nur, dass ich es weiß, dass wir vom Gleichen reden. Ich habe schon zu viel dabei. Das soll auch so laut sein. Okay, weiter geht's. Komm, bestimmt noch ein paar mehr. Hier scheint es nichts wirklich zu haben. Oder zu geben. Nein. Ah, halt. Vorher. Ah. Okay, okay. Das habe ich eben noch nicht ganz drin oder drauf. Da bin ich froh, habe ich Zuschauer, die dann kommen und sagen: Hast du das gesehen? Ich so: Nee. Aber da war doch. By the way, für jede Löffel geht es 10 EP. Ah! Oh. Ja. Müssen wir ja die Lüftung so richtig auskosten und kaputt machen. Ah. Bin ich auf der richtigen Ebene? Steht im Moment Rede mit Neil, das ist ja noch das andere, die andere Quest. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht irgendwie per Zufall wieder zurück. Nein. Was sind das? Ist der Pfeile die Richtung? Nein, das ist nicht die Richtung. Boah! Meine Güte! Brutstätte Sigma. Stimmt, stimmt. Könnte ich machen. Haupt. Nö. Neben. Nö. Brutstätte. Jetzt aber. Ah ja, ich sehe es. Ich sehe es. Sehr schön. Dass du das noch weißt, Laura. Dass du das noch weißt. Das hat mich schon das letzte Mal verwundert, als du das bei Wind Waker gesagt hast. So. Was ist denn das? Dieses und jenes? Und ich so. Ich hab's doch auch gespielt.
Zweimal. Ich bin fast im Herzen. Der arme Tobi, wenn der mal Streit hat mit dir, dann weißt du es immer. Doch. Nein. Kaktus. sie hat gesagt, sie weiß oder kann an alles erinnern, nicht sie kann Gedanken lesen. Stefan eigentlich wieder da? Dein Stefan oder unser Stefan? So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich hätte ins Wasser springen können. Okay. Aber wir haben nur noch 70 Schritte. Ist noch nicht da. Dann vielleicht kommt er ja noch. Mit der Sabrina. Ich kann nicht so werden, als Maschinen gemacht. Oh. Sie werden aus Licht gesponnen. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Es ist das Herz. Okay. Die Brücke, den Kern. Der Boss. Scheiße. Dann geht's jetzt los. Also der, da ist der Boss. Okay. By the way, da laufen zwei kleine. Oh ja! Zum Glück sagst du das noch. Du gehörst mir. Schade, dass ich den nicht wie anderen Spielen dann auch senden kann und sagen kann, so, geh dahin, zerstöre ihn. Aber der macht das jetzt schon. Genau. Nein, der ist am... Ein Git am... Fuck, er ist selber gestorben. Ich hab den Blöden erwischt. Okay, aber den da, den holen wir uns. Scheiße. Ah. Kraft tötet den, das wurde man lehnt ihn nie aus, ja. Definitiv. Da könnte ich hoch. Oder muss ich jetzt dahin in die Mitte? Kann ich ja nicht. Ich gehe da mal hoch. Ah. Fuck, ich bin ja mega ausgeliefert gerade hier. Fuck.
Nein, 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 nein. Fuck, kann ich irgendwie mich... Fight. Shit. Aber die Kleinen. Das ist ein Arena-Kampf, scheiße. Holy shit. Fuck. Oh, oh ja. Ich muss da kurz verkleinern. Muss sie keinen kurz. Yes! Aber ich glaube an dich, wie viel an den Dude der Fall spielt. Fuck, fuck, fuck. Sind die Kleinen weg? Der ist hinter mir. Nein, nein, noch nicht gestorben, noch nicht gestorben. Ja, ich weiß. Ich hab ausprobiert. Irgendwie das mit dem Sterben kommt mir vom Montag schon ein bisschen bekannt vor. Shit. Das ist ja der blanke Horror. Mein Trauma setzt sein. Die ganze Runde rollen kann wegen. Ja. Wenn du eine Försterei machst, hast du was gut. Aber ich habe ja schon ich bin schon gestorben. First try? Geht leider nicht mehr. Ah.
Was ist das genau? Shit. Auf jeden Fall bin ich das. Wie viele Szenen hast du eigentlich extra für den Stream, also bei OBS? Sehr viele, Green Assassin. Wenn du ein Tipp bist, sag Bescheid. Ja, lehn dich zurück und genieß die Show bis... Ah, sehr gut, sehr gut. Ich probier's nochmal. Und dann schauen wir, ob es dann wirklich nicht geht. Aber zuerst will ich es nochmals probieren. Diesen Boss will ich einfach schaffen. Aber sehr viele Green Assassin. Alles Mögliche. PC ist schon am Schwitzen, immer. Hey, der Große, der ist scheiß doof. Scheiß doof. Kann ich den jetzt nicht mehr überbrücken, wenn der rot ist? Nö. Die sind aggro, okay. Oh ja. Es gibt's ja nicht. Ich habe keine Eispfeile. Wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden.
Warum musst du genau dahin laufen? Los, Feuer. Sorry, dass ich im Moment so konzentriert bin. Hey Stefan, Abend! Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, jetzt aber. Sorry, dass ich jetzt im Moment so ruhig bin. Es geht gerade ab. Danke vielmals, Laura. Scheiße, Laura macht, lässt mich gleich mal den Haupt-Mega-Boss machen hier. Hey, meine Finger, meine Hände, meine... Oh. Aber der brennt schon wieder, sehr schön. Schlecht. Scheiße, ich hab nicht mehr viel. Fuck.
Nein, nicht. Gib mir irgendetwas zum Heilen. Oh, am Bauch unten hat er noch. Bitte jetzt nicht sterben, bitte jetzt nicht sterben. Meine Güte, Gott, meine Hände tun weh. Oh, danke schön, danke schön. Oh, mein Gott. Unglaublich, Feuerbrüllrücken. Oh, meine Hände. Oh, das war mal ein Kampf, meine Güte, Walter. Jetzt muss ich das Teil überbrücken, oder? Ja. Kurz looten. Ah, ich muss unbedingt irgendwie eine größere Tasche oder so haben. Nimm die seltene Spule mit. Wo ist die seltene Spule? Wächter. Nimm die Lidar-Spule mit. Okay, das Modifikation, das sind Spulen, oder? Schadenspule, 7%. Noch nicht. Moment. Das hier. Verderbnisspule. Ah. Ein erreicht. Ah, du meinst, ich hab. Moment. Selber kurz nachschauen. Feuer, Eis, Verderbnis. Nein, ich habe eine nur. Das ist jetzt die, die jetzt dazugekommen ist. Diese hier. Dem habe ich bis jetzt nur eine. Also, ich habe Lilane, habe ich noch die. Okay. Das sind Waffen-Upgrades, oder? So, wie ich das gesehen habe. Ja, ich sehe es. Sehr gut, Laura. Habe ich das richtig verstanden? Das hilft mir, sie zu überbrücken. Es sieht ganz anders aus jetzt gerade. Überbrückung freigeschaltet. Langhorn, Plünderer, Sägezahn und Graser. Hey, das ist ja mal hammergeil. So cool. Ah, dann kann ich dann mehr Sachen überbrücken. Wow, ist das Hammer. So geil. Ja, das hat sich jetzt definitiv gelohnt. Hammergeil. Jetzt einfach nicht gleich hier draußen sterben. Ja, definitiv. Danke für den Tipp. Eine von fünf. Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlossen. Ja, ich komme ja schon. Du hast ja vorhin schon etwas gesagt. Ich weiß, ich komme.
Ja. Sägezähnen ist geil. Vor allem die Langhälse habe ich nicht gedacht, ich die auch. Neuen Tag förmlich riechen. Ja, riecht gut. In diesem Spiel ist ziemlich Loot, Loot, Loot. Ah. Das zeigt es mir jetzt nicht an, aber okay. Sehr gut. Dann gehen wir zu diesem Langhals, probieren dann hier hinzukommen und um ca. 11 Uhr muss ich dann den Stream für heute beenden. Aber wir gehen mal von hier zum Langhals, damit wir da ein damit wir da. Hab ich jetzt falsch gedrückt? Gut. Damit wir da einen Kartenteil freischalten können. Ah, R2. Ich nehme ein bisschen im Wald. Ist auch schön. Gemütliches Feuer. Warte. Warte, Ina. So in etwa. So in etwa. Das wäre mega cool. So richtig. Die Greenscreen leicht nicht bis dahin. Nein, leider nicht. Ja, definitiv. Ich probiere natürlich möglichst viele Sachen immer wieder zu überlegen. Ich habe schon was für den Pausenscreen mir überlegt. Da könnt ihr euch freuen drauf. Nein. Den hier. Zip. Oh shit. Über den Bergen. Da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Gehen wir da mal runter. Und dann. Aua. Mir tut der Arsch weh. Ich bin Fahrrad gefahren, gestern das erste Mal wieder. Es tut der Arsch einfach weh. An meiner Sauna weiß ich nicht, aber das erste Community-Treffen ist am 25. August. Oh, fühl dich gedrückt, mir geht's auch so. Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem, aber es einzufangen. Einzufangen? Wenn du gedrückt hast, ist es ja da. Ah, shit, du kannst. Dann nicht auf dich jetzt rauf. Okay. Dann gehe ich einfach weiter. Es sind ja nur 300 Fuß. 300 kleine Füße. Ist das eine Anspielung oder ist das eine ein gekonnter Satz zum Auf Wiedersehen sagen? Kopf. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Das Signal muss ganz nah sein. Lagerfeuer entdeckt, bevor wir jetzt so zu weit gehen.
Da rechts. Danke vielmals. Dir wünsche ich ganz eine schöne Nacht, beziehungsweise euch zweien, Simon und Ina. Schlaft schön, schöne Träume. Und dann sehen wir uns doch bald wieder. Du streamst ja morgen, oder? So wie ich das mitbekommen habe. Okay, ich muss zum Kopf des Langhalses hinauf. Oh, der ist ja da. Der ist ja ganz in der Nähe. Ja, aber früher soll es. Moment kurz. Geht ab. Antikenlager. Okay, da bin ich einfach reingestolpert. Nein. Zum Glück habe ich noch gespeichert vorhin. Danke, Simon. Bis zum nächsten Mal. Du auch, Robin? Gehst auch? Ein Banditenlager. Etwas in der Nähe sendet das Signal. Kultistengräber. Ja, da muss ich da ein bisschen vorsichtiger. Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses Baranina. Ah, okay. Sehr schön. Freut mich. Letzten 13 Minuten. Was machen die hier? Ja. Definitiv Pro Gaming. Da, ich hab was die gesehen. Wollen anscheinend den Langhals fangen. Stirb! Also, da ist noch einer, der irgendwie aufmerksam wurde. Ist da jetzt noch einer oder nicht? Nein. Warte kurz. Sache beruhigen hier. Und dann kann ich, wenn ich das Banditenlager ausgelöscht habe, kann ich hochgehen. Sie geben auf. Aha, du meinst das hier. Keine Ahnung, vielleicht bin ich es von anderen Spielen so gewöhnt. Irgendwie, keine Ahnung, also scannen brauche ich definitiv sehr, sehr wenig. Du meinst das hier jetzt, dass ich weiß, wo der ist? Ja. Über dem Feuer, shit. Moment, Moment, Moment. Und dann auf der Fläche rumläuft. Oh shit. Da ist ein. Oh, der ist tot. Sehr schön. Er ist jetzt hoch. Nein, ich wollte doch jetzt da hoch. Okay, dann geht es. Dann geht es nicht. Dann muss ich da anders hoch. Ein verderbender Verderber. Ja.
man die Verderber auch überbrücken. Verderber und Moment. Geschafft. Muss ich das ganze Banditenlager hier eliminieren, dass ich auf den Typen rauf kann? Dann wird's wohl nur noch den Langhals für heute. Sind jetzt alle da hinten? Oh shit, das war jetzt nicht sonderlich schlau. Du musst über die Brücke und dann am Seil wieder zurück und auf den Langhals. Der Rest ist ignorierfähig. Okay. Wow. Das war jetzt eigentlich sehr gut. Ich sehe, aber ja, dann, wir machen diese hier noch, das Banditenpack. Nein! Also über die Brücke, dann am Seil wieder zurück und auf den Langhals drauf. Fuck. Du sagtest über die Brücke. Welche Brücke wäre das? Aha, oha. Du sagtest, du sagst. Also jetzt mag ich nicht irgendwie nochmals alle machen. Ein kurz.
So. Die erste, wo du die ganze Zeit gekämpft hast, das wäre jetzt die, diese hier, oder? Und das ist, oben kommt das Seil vom Ende zum anderen. Ah. Das hier. Shit, wo bist du? So. Alarm Seil. Noch ein Stück weiter, also dort nach drüben, nach links und dann nach hoch. Stimmt das? Also jetzt muss ich da nach drüben gehen. Drüben? Nein. Nein, nein. Ich bin schon richtig. Okay, okay, dann gehe ich mal weiter nach vorne. Ah, da ist noch ein Seil, ich sehe es. Also da irgendwie hoch. Von hinten hoch, da nach oben drauf, dahin und dann da. Oder komme ich hier auch hoch? Auf das Gebäude musst du drauf. Okay. Muss ich mal kurz schauen, wie ich da hochkomme. Wie komme ich da hoch? Das haben sie gar gut gemacht. Hilfe, ich komme nicht mehr draus. Du sagtest, ich bin richtig. Das Gebäude musst du drauf. Okay, das Gebäude muss ich drauf. Dann sagtest du, und über die kleine Brücke, über die du jetzt gehst, das ist die Brücke. Und über die kleine Brücke, die du jetzt gehst, das ist die Brücke. Das hier? Ist das das gemeint? Das ist die Brücke. Hilfe, Laura! Ich bleib mal stehen. Beweg mich nicht. Du sagst jetzt rechts, nach vorne, was auch immer. Jupp. Heißt? Nach vorne. Okay. Hätte mich fast erwischt. Dann gehe ich mal nach drüben und schau, dass ich dort hochkomme. Du musst auf das Gebilde drauf, das du vor dir siehst, und am Seil wieder auf das erste. Ja, das habe ich. Das habe ich vorhin so gedacht. Na schnell, die kriege ich kaum. Ah, okay. Das heißt, hier. Hier drüben ist jemand! Jetzt mal lasse ich kurz die Sache beruhigen. Oder kann ich von hier jetzt schon auf den Langhals? Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Danke vielmals und danke für die Hilfe. Und tschüss.
Nice, nice, and nice. Geht der kaputt? Kann der kaputt gehen? Macht süchtig. Es verwundert mich, dass das nicht viele Leute zuschauen kommen. Ist er jetzt gestorben oder wie? Ah. Okay. Aber dann bin ich hier, wo ich ja gleich... Ja. Nein, nicht sterben. Geh dann noch gleich zu diesem Feuer. Immer schön leise. Nix leise, einfach zum Feuer. Yes. Woo. Oh, wie geil. So, hey, sehr schön. Wir sind recht gut, sind wir da durchgekommen. Ohne Hilfe, definitiv niemals. Niemals. GUI ausblenden. Ich kann das dann gleich mal brauchen als neues Thumbnail. Danke, Laura. So. Schließen, ja. Danke, danke. So muss das sein. So. Das war ein Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da musst du nicht bescheiden sein. Definitiv hast du mir sehr geholfen. Sehr, sehr. Und jetzt muss ich dann noch den Controller aufladen. Zum Glück habe ich 3 Stück. Oh, sehr schön.
Dann, ich glaube, der, wie hieß er? Robin ist auch schon am Schlafen. Du bist meine letzte Zuschauerin, Laura. Aber ich danke dir, dass du den Abend mit mir verbracht hast. War mega cool. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und dachtest nicht immer so, na, meine Güte, mach jetzt mal. Ist noch da, Robin? Oh, sehr schön. Dann kann ich mich von dir dann auch noch verabschieden. Um Gottes Willen. Nee, war perfekt, war wirklich super. Ich bin froh um jede Hilfe. Irgendwie ist das Licht ein bisschen komisch. Bisschen hell geht besser. Es hat einfach immer das Problem, so ist die Haut irgendwie so blass und dann, wenn ich das einstelle, ist es zwar mehr Hautfarbe, aber dann nicht wirklich echt. Das ist blau bringt genau gar nichts. Grün. Shit. Ich glaube, weiß ist immer noch am besten. Ich wollte nichts bei nur helfen. Du hast das sehr gut gemacht, wirklich. Ich bin froh, immer solche Helferinnen und Helfer hier zu haben. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Unglaublich, wie ihr mich unterstützt. Sei es beim Spielen, sei es bei den Subscribern, wo auch immer ihr könnt. Das finde ich wirklich. Oder auch mal einen Facebook-Link geliked und so weiter. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle. Danke vielmals. Ich hab dich auch lieb und freut mich, dass es dir so viel Spaß gemacht hat. Dir auch einen tollen Abend. Ich gehe jetzt mal unter die Dusche. Und morgen früh oder morgen haben wir mit dem Geschäft ein Geschäftsanlass, so ein bisschen gemütlich zusammen sein und so. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr schön, Robin, das freut mich. Und schön, dich hier bei den Krümeln zu sehen. Also, meine Lieben, schlaft gut, schöne Träume und bis. Freitag, denke ich, Freitag eventuell wird ein Stream folgen. Bis dahin, macht's gut und bye bye. Alright, Partner, you know what time it is.